Lieber Gerhard, die heutige Frage ist ganz simpel. Fällt es Leichtgläubigen leichter zu glauben? Also Leichtgläubige glauben ja nicht in diesem Sinne, sondern die fallen auf etwas herein, was man ihnen vorgemacht hat. Jemand, der in diesem Sinne glaubt, wie das eigentlich in der spirituellen Welt schon immer der Fall war, der hat eine innere Überzeugung von etwas und ist sich auch ganz sicher, dass es zum Beispiel in der Welt so ist, dass alles miteinander verbunden ist. Und dass sich hinter den Phänomenen und Erscheinungen auch immer etwas verbirgt, was diese Erscheinungen und Phänomene hervorbringt. Und seien das auch nur naturwissenschaftliche Prinzipien, die man offenlegen kann. Das heißt, derjenige, der wirklich in diesem ursprünglichen Sinne glaubt, den kann man gar nicht in das Licht führen. Und deshalb ist er auch nicht in so einer Situation, wo er leichtgläubig ist. Jemals werden könnte. Aber derjenige, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat und dem man alles aufschwatzen kann, der wird natürlich dann sehr leicht auch glauben, dass es jemand gut mit ihm meint, dass es irgendwelche dunklen Kräfte gibt, die also die Welt beherrschen, oder dass von alleine dadurch, dass man einfach schön gemeinsam betet oder was auch immer, man die Welt verändert. Das ist dann etwas leichtgläubig. Dankeschön. Also irgendwie hat das was mit dem Zitronenfalter zu tun, der die Zitronen faltet, oder? Ja, das ist jetzt, also du merkst, ich weiß ja nicht, wie das dann funktioniert und was dann kommt, aber das ist jetzt etwas geworden, was nicht alle so ganz akzeptieren werden. Dass der Zitronenfalter Zitronen faltet, obwohl Limo rauskommt. Ja, nee, aber dass es so etwas gibt wie eine tiefe innere Überzeugung, dass sich hinter den Phänomenen der Welt etwas verbirgt. Das, glaube ich, wird nicht jeder akzeptieren. Nee. Aber dann ist eben auch nicht zu helfen. Aber wenn man überlegt, wie viele Leute Corona akzeptieren und die ganzen Einschränkungen, also da wäre es auch ein leichter Schritt, oder? Also weit ist es nicht mehr zu glauben, dass die Natur noch mehr bietet als nur frische Luft. Unsere Tochter war heute in Göttingen, dort ist eine Inzidenz von 40. Inzwischen die ist sehr steil runtergegangen. Wahrscheinlich ist sie noch nicht 10 Tage alt, aber jedenfalls ist sie sehr steil im Fallen. Und deshalb haben sie in Göttingen die Außengastronomie aufgemacht und auch die Geschäfte. Und jetzt kommst du aber in der Außengastronomie nur noch, wirst nur bedient und darfst dich da hinsetzen, wenn du dein Impfpass vorzeigst. Super. Das ist ungeheuerlich. Da sitzen Leute sozusagen richtig mit so einem Tisch. Die haben sich da postiert und an denen musst du vorbei und da musst du deine Legitimation vorlegen, damit du da drin das Eis sozusagen essen kannst am Tisch. Weißt du, diejenigen, die so eine Legitimation nicht haben, die dürfen das Eis kaufen, müssen dann aber den Ort verlassen und müssen sich woanders hinsetzen. Kannst du dir, und jetzt sitzen die natürlich alle auf den Bänken eng beieinander. Das, jetzt weiß ich schon, die nächste Stufe heißt, die Bänke werden alle abgebaut. Und das lassen sich die Leute alles gefallen. Es ist, als ob ich hier mit lauter Idioten zusammenlebe. Weißt du, warum der Impfpass gelb ist? Der war schon immer gelb. Nein, gelb ist die Farbe des Neides. Musik.